Herzlich willkommen, liebe Handballfreunde. Hier ist Handball Talk Niederelbe. Heute haben wir ein persönliches Gespräch und unser Partner ist heute Jürgen Steinscherer. Jürgen, herzlich willkommen beim Talk. Hallo. Guten Tag. Schönen guten Tag. Jürgen, seit 3 Monaten bist du jetzt weg vom VfL Friedenberg bis zum MTV Braunschweig gewechselt. Wie geht's dir da so? Ja, also die Mannschaft hat mich dort sehr gut aufgenommen und wir haben ziemlich viele Spiele jetzt schon absolviert, weil das Unternehmen ja Klassenerhalt ganz oben steht und wir haben natürlich unnötige Spiele verloren am Anfang, in Schwerin mit einem Tor verloren, Potsdam zu Hause hat auch mal ein bisschen unkämpfer gespielt, aber die letzten 2 Spiele, also mit dem Hildesheim, waren es ja 3, haben uns sehr gesteigert und ich denke, dass wir die Mission Klassenerhalt auf jeden Fall diese Saison hoffentlich unter Dach und Fach bringen. Und so wie es aussieht, die Kontrahenten verlieren auch, verlieren mehr als ihr und geben Punkte ab, sodass der Abstand zu den Abstiegsplätzen ein bisschen größer geworden ist, ne? Ja, ich glaube 4 oder 5 Punkte. Ich gucke da nicht so auf die Tabelle, aber ich denke mal in dem Trainer. Wir gucken einfach nur auf uns und die Mannschaft hat riesiges Potenzial. Das habe ich ja schon immer gesagt, wo ich auch mit Friedenberg dort gespielt habe. Es war immer eine sehr, sehr hitzige Atmosphäre in der alten Waage und es macht einfach sehr viel Spaß. Und die Truppe ist jung und hungrig, ehrgeizig und wir spielen einfach auch einen sehr schnellen Handball und das verlangt auch unser Trainer, der Volker. Und da habe ich mich jetzt auch wieder langsam dran gewöhnt, weil doch von der Oberliga in die dritte Liga ist doch schon nochmal wieder jetzt ein ganz gewaltiger Sprung. Aber langsam wird. Wie muss man sich das vorstellen? Gewöhnt man sich ganz schnell an so eine neue? Naja, klar, wir haben, man muss natürlich schon sehr viel, auch persönlich sehr viel an sich arbeiten und an die Marschroute eben das daran setzen, aber es ist schon schwierig gewesen am Anfang, weil die doch, das Training ist anders, ne? Also intensiver auch und allein schon von den Spielern her und von den von der Geschwindigkeit her ist natürlich die Liga Nord, das haben wir ja hier in Friedenberg, alle natürlich jetzt nochmal deutlich viel stärker geworden. Ne? Mhm. War natürlich schon ein Unterschied, also war schon ein Unterschied, langsam geht's. Mhm. Du sagst eben, du hast einen neuen Trainer, natürlich auch Volker Motrow, einer der erfahrensten überhaupt in der dritten Liga Nord, ja, hat schon Erstligamannschaften trainiert, ist sogar schon Europapokalsieger. War das auch ein Ausschlaggebend dafür, dass du gesagt hast, so jetzt greife ich nochmal an, jetzt gehe ich mal in die dritte Liga und dann zu Braunschweig, weil er da ist? Ja, das war ja schon der Kontakt da, dass ich da voll angegriffen habe, dass ich da unbedingt hin wollte, weil er schon auch eine sehr hohe Fachkompetenz hat. Er ist ja deutscher Meister geworden in TBV Lemgo auch noch. Und das war schon, wenn man unter so einem Trainer spielen darf, das ist natürlich schon, ich bin jetzt 32, ich lerne natürlich auch noch viel, auch jetzt weiterhin noch dazu. Und das macht unheimlich viel Spaß. Er fordert sehr viel ein. Er bindet mich auch viel ein in die Mannschaft und er spricht mit mir auch sehr viel und das schätze ich an ihm sehr, weil er einfach auch mit den erfahrenen Spielern auch viel spricht und er hat mich auch vom ersten Tag an in Schwerin in der Kabine auch, hat er mich auch von der Mannschaft begrüßt und auch herzlich willkommen geheißen. Das ist ein super Kerl. Mhm. Ja, cool. Und zurück zum VfL Friedenberg. Wie war die Reaktion, als die Mannschaft das mitbekommen hat, dass du gehst? Wie war es so? Naja, es war natürlich im ersten Moment, manche Spieler haben schon geguckt, als ich nach unten ging, da in den VIP-Raum. Und natürlich haben die da schon was, vielleicht, ich weiß es nicht, aber geahnt. Und dann kam sportliche Leiter mit mir hoch und dann haben wir uns im Kreis da zusammengestellt. Und ja, David hat dann eben gesagt, dass ich den Verein verlassen werde. Und ja, ich denke schon, was ich damit gesehen habe, die erste war schon ein bisschen Schockstarre. Ne? Also haben schon sehr, denke ich mal, benommen auch mitgeguckt. Ich denke schon, dass der eine oder andere sehr
sehr mitgenommen war, denke ich mal. Und war natürlich keine Entscheidung gegen Fremdberg, sondern ich wollte nochmal dritte Liga spielen. Und ich habe das Ganze ja auch selber gemacht, weil ich ja keinen Spielerberater habe. Ein paar Telefonnummern ausgetauscht, aber ja, das war einfach dann so eine Reaktion, wo die Mannschaft auch jetzt nichts Negatives gesagt hat. Im Gegenteil, die haben mich alle beglückwünscht und ich habe ja weiterhin noch zu ein oder zwei Spielern Kontakt und berichten mir immer. Und ist ja so, wenn man jetzt 4,5 Jahre hier gespielt hat, dann ist es ja nicht einfach so vergessen, sondern du hast ja schon, waren ja auch wirklich super Zeiten hier, ne? Schöne Zeiten hier in der Weststaffel, wo wir waren, wo wir da den Aufstieg nicht wahrgenommen haben. Aber generell die ganze Runde auch, ne, war ja schon das alte, sagen wir mal so, das alte Feeling, so das Angehauchte, was das Fremdbäcker auszeichnet, das Publikum, war ja schon immer, ne, und das war ja für mich immer ein Highlight, da aufzulaufen, ne, die Massen da zu sehen. Ja, glaube ich, ja. Friedenberg ist dafür bekannt, hat sehr kritische Fans, aber auch Fans, die voll hinter ihrer Mannschaft stehen und Idole brauchen, mit denen sie, an denen sie sich festklammern und mit denen sie fiebern. Und ich glaube, man kann sich da in eine Reihe, es gab Idole wie Bindo, der heute nicht vergessen ist, wie Manis Gerčević, und so reißt du dich auch in die Reihe ein. Du bist ja gekommen nach Friedenberg und man hat gar nicht so viel erwartet und du bist gleich durch die Decke gegangen, hast die meisten Tore, ich glaube, in fast jeder Saison geworfen und du bist so echt zum Publikumsliebling geworden. Wie geht man damit um, dass man dann so Fans hat, die man dann enttäuschen muss? Also zuerst mal auf einer Schiene mit Binja und mit Manis Gerčević zu stellen, das glaube ich, ist ein bisschen fatal, weil es war eine andere Zeit und Binho ist ja für mich auch eine lebende Legende auch und das war auch ein Weltklasse-Handballer, da kann man jetzt das nicht vergleichen. Natürlich vom Status her vielleicht an den Fans, mit dem, dass die Fans einen gern haben, das würde ich vielleicht schon unterschreiben, aber so generell war er natürlich schon einer, der was ab dem VfL in den 80ern oder 90ern geprägt hat auch einen Riesenanteil, dass er den VfL so weit gebracht hat, aber in die erste Liga geführt hat. Natürlich zu der Zeit, wo wir jetzt waren, haben wir den alten Hauch wieder spüren lassen, dass es vielleicht irgendwann doch mal wieder nach oben geht. Aber dass man jetzt sagen kann, er war ein anderer Spieler, auch hat er auf einer anderen Position gespielt und er ist ja für uns alle immer noch, wenn ich ihn auch treffe, ne, ab und zu. Da gucke ich auch noch nach oben. Also das ist ja, ist schon schön, wenn man dann mit solchen Spielern nochmal sprechen kann. War ja auch nochmal Keinemann, ne? Der war ja auch noch dazwischen. Und Johnny Barrow, das sind ja auch viele Spieler, die sehr viele Namen hinterlassen haben. Und auch natürlich habe ich versucht, immer meinen Teil dazu beitragen, dass ich meine Leistung bringe. Das war schon so mein Ziel. Und natürlich, ich bin jedes Spiel rangegangen mit 150% und ich habe schon sehr hart gearbeitet, dass ich halt eben den Schritt immer besser bin als meine Mitspieler. Aber ohne meine Mitspieler ist ja links außen ja nichts wert, wenn du keine Bälle kriegst. Und da bin ich ja immer Teamplayer gewesen, dass ich gesagt habe, ich brauche die Bälle. Die müssen mir ja freispielen oder Konterpässe oder wenn ich einlaufe zum Beispiel oder die 7 Meter, was die Kreisläufe mal ausgeholt haben. Also da ist man ja schon abhängig davon, ne? Und die haben ja dann auch einen großen Anteil, wenn ich dann die Tore geworfen habe. Ne? Und deswegen finde ich, dass man als Außenspieler schon so eine Marschroute wählen soll, dass man eben sagt, ja, hat man eine gute Rücken- und Linke oder generell Übersicht von anderen Spielern genossen, dann finde ich einfach, dass das Gesamte eben auch ein Teil Erfolg war. Und ich habe natürlich dann den Rest erlebt. Ne? Also war dann so. Ja, und das ist ja sehr erfolgreich, wie jeder gesehen hat. Ne? Und aber du lebst ja auch mit den Fans, ja, du verkörperst ja diese Leidenschaft, diese Liebe zum Sport, diesen wahnsinnigen Ehrgeiz, ja, was da bei den Leuten so gut ankommt. Und du lebst es ja zusammen auch nach deinen Toren mit dem Publikum.
wo die Stimmung denn überkocht. Ist es das, wofür man diesen Sport beginnt? Ja, auf jeden Fall. Also ich war ja schon immer schon so einer, der wenn ein Tor geworfen hat oder mal eine Abwehraktion oder einen 7-Meter hält von Doyle, also von unserer Seite hält, dann pushe ich natürlich das Publikum. Ne? Und das war halt in Flemingberg einfach so, dass die, wenn es natürlich spitz auf Knopf kam, dann habe ich halt das Publikum versucht mitzureißen und mit meiner Emotionalität und mit meinem Gestigen habe ich versucht, das Publikum mitzunehmen. Und ich hoffe natürlich, dass dem einen oder anderen das gefallen hat. Das hat man ja dann auch gemerkt. Aber ich denke auch, dass es so eine Teamleistung war. Und dadurch habe ich dann noch das i-Tüpfelchen, kann man ja sagen, dann noch draufgesetzt. Ne? Man sieht das jetzt ja bei der WM, die du ja sicherlich intensiv verfolgst, ja. Wie die das leben. Auch die Spieler reißen das Publikum immer wieder mit. Egal wer das ist, ja, die freuen sich alle über diese Anfeuerung und da springt der Funke ja so massiv über. Meinst du, das hilft dem Handballsport im Allgemeinen? Ja, ich denke schon, vor allem jetzt die Deutschen, weil man ja auch die Spiele gesehen hat. Da gibt es halt auch keinen Weltstar, sondern es ist eine Mannschaft und die Deutschen sind ja dafür bekannt, dass sie eben eine Turniermannschaft sind und jeder pusht sich und jeder in der Abwehr mit dem Winczek und mit Pekelaga ein Bollwerk hinbei und mit Andy Wolf im Tor mit Heine Vetter. Und da hast du natürlich schon eine Wucht und die sind halt auch sehr emotional, ich bin auch bei Weltklasse-Verein und das macht dann schon Spaß, so eine Mannschaft spielen zu sehen. Ne? Da kann man auch viel mitnehmen und viel lernen davon. Ne? Ja, das glaube ich. Und Österreich? Nicht so weit gekommen, ne? Leider. Ja, ist schade. Ne? Also ich habe auch das verfolgt ein bisschen, ne, mit unseren Spielern, aber ich muss auch ehrlich sagen, habe jetzt nicht so, da habe ich auch mich auch ein bisschen, eigentlich will ich da auch nicht so zusammen, aber da habe ich auch in den letzten Jahren einfach auch das Nationalteam nicht mehr so verfolgt, weil ja, ich habe zwar auch in der Jugend und im Jahr Nationalmannschaft gespielt, habe noch mit ein oder zwei auch da Kontakt, aber mich freut natürlich das schon, wenn wir am Ende des Tages gewinnen, das ist ja klar, aber ja. Dennoch haben wir hier bis nach Norddeutschland gespürt, dass du eine unheimliche Beliebtheit hast. Nicht nur, wie jetzt wahrscheinlich in Braunschweig, wie man sich gut vorstellen kann, wie immer noch in Fredenbeck, weil du ja auch noch da weiterhin lebst, sondern auch noch in deine Heimat nach Österreich. Unwahrscheinlich viele Leute reagieren auf dich. Da geht dann das Herz auf, oder? Also es ist ja schön, vor allem auch wenn man aus der Heimat immer wieder noch solche emotionalen Sachen hört, ne? Oder Anrufe oder auch per WhatsApp oder Facebook. Ne? Das ist schon schön, wenn man das dann liest oder auch mitbekommt, dass es doch noch ein paar gibt in der Heimat, die einen verfolgen. Und ja, hier in Flemingberg natürlich, wenn man hier 4,5 Jahre gespielt hat und Flemingberg ist ja ein handballverrücktes Dorf, ne? Dann geht man halt mal einkaufen oder wird man angesprochen oder das ist schon dann zeigt dann schon ein, dass es doch nicht so schlecht war. War dann schon doch eine schöne Zeit. Ja, auf jeden Fall. Wie sieht deine Zukunftsplanung aus? Ich sag mal, du hast eine tolle Freundin, du hast einen super Beruf, wo man gut vorziehen muss, was du machst. Und Handball, was man ja auch nicht mal eben so nebenbei macht. Da geht ja viel, viel Zeit drauf. Musst du auf irgendwas verzichten oder wie kriegst du das alles auf die Reihe? Ja, im Moment ist es ja schon so, dass ich nach Braunschweig fahre, zweimal in die Woche und dann am Wochenende spiele. Ist natürlich viel mit Zeitaufwand verbunden, aber im Moment schaffe ich das ganz gut, weil ich auch den Biss habe und den Ehrgeiz. Und ja, im Moment mache ich ja die Ausbildung in Rottenburg und es ist ein bisschen eine Fahrerei, aber das, ich meine, verrückt war ich ja schon immer. Ne? Aber ja, positiv meine ich. Ne? Und, ja, das meine ich auch. Also ich habe einfach, wenn ich das mag, dann mache ich das 100% und nicht nur 50 oder 80, sondern dann versuche ich natürlich alles unter einen Hut zu kriegen und ist echt bis jetzt alles ganz gut gelaufen. Und von wo ich jetzt ja auch nach Braunschweig. Du bist ja schon einen Tick näher dran dann. Tick näher dran, ja. Wie sehen so deine nächsten Jahre aus? Hast du Ziele? Wirst du erstmal abwarten, wie es jetzt so läuft in Braunschweig oder wie sieht es aus? Nochmal, zweite Bundesliga, was ja
dein großer Traum schon war und wahrscheinlich immer noch ist? Ja gut, aber mit Braunschweig zweite Liga zu spielen, natürlich ist es ist ja auch nicht das ergebte Ziel, aber natürlich haben die natürlich sehr viel Potenzial, aber für uns ist, glaube ich, erstmal wichtig, dass wir die Klasse halten dieses Jahr und dann muss man den nächsten Schritt vielleicht mal einleiten. Ne? Und jetzt von in der zweiten Liga, da brauchst du ja auch finanziell eine Struktur, wirtschaftlich, und das ist nicht mehr so wie Nord- und Südstaffel, ne? Sondern das ist jetzt ja eingleisig und da braucht man eine finanzielle Kraft dahinter mit mehreren Leuten. Das werde ich in Braunschweig nicht mehr miterleben, weil das wird noch einige Jährchen dauern. Und wenn sie das Ziel so verfolgen, ich bin da jetzt nicht rangegangen, um jetzt in die zweite Liga aufzusteigen, sondern ich habe einfach mein Ziel war, dass ich schon meinen Erfolg dazu beitrage, dass wir die Klasse halten. Und da sind wir auf dem richtigen Weg. Und natürlich war die zweite Liga mein Traum, das habe ich ja kurz erfüllt mit der Eintracht aus Hildesheim. Ob jetzt nur ein kurzes Intermezzo war, das spielt für mich keine Rolle. Ne? Natürlich hätte man da länger gerne gespielt, aber hat es eben nicht gereicht. Und dann bin ich ja hierher gekommen und hätten das ja fast geschafft, ne, den Aufstieg, aber wurde auch nicht gemacht. Und ja, darauf nochmal, lass uns da nochmal kurz einhaken. War das damals, also diese 3 Jahre, muss ich jetzt nochmal zurückgehen, war das damals ein Fehler in Friedenbeck im Nachhinein betrachtet? Also aus Mannschaftssicht nicht aufgestiegen zu sein? Naja, ich kann das schwer beurteilen, wie die finanzielle Lage damals war, ne? Also wie es wirtschaftlich war. Ich weiß ja, dass es vor zig Jahren schon mal so ein Erdbeben gab in Friedenbeck, dann geht man natürlich vorsichtiger damit um, dann versteht man auch die eine Seite, dass man es nicht gemacht hat. Mhm. Auf der anderen Seite war es für uns Spieler natürlich sehr enttäuschend, weil wir ja uns das ganze Jahr fokussiert darauf haben, jedes Spiel zu gewinnen zu wollen. Und am Ende hätten wir das ja, das Unmögliche, fast doch geschafft. Ne? Also mit dem direkten Aufstieg hat uns keiner zugetraut. Ne? Und ja, das ist ein 50 Spiel gewonnen, wenn ihr gewusst hättet, naja, wir dürfen aufsteigen, oder? Ja, ist 50-50. Ne? Ja. Die einen, die wirtschaftlichen Träger, der Vorstand, hat es damals so entschieden oder so gesehen, dass es ein bisschen Risiko wahrscheinlich war, weil es ja doch ein enormer Aufwand ist, es ist ja doch ein Sprung in andere Liga, ne? Also eine gewaltige Liga, weil du ja schon in der zweiten Liga ja auch schon deutschlandweit spielst. Und als Aufsteiger musst du dich natürlich dann auch verstärken und die Anfahrtswege und Übernachtungen, ne, und so weiter und so fort, das kostet ja auch alles sehr viel Geld und kann ich ja schon verstehen auf der einen Seite. Jetzt kann ich es schon verstehen, aber zu dem Zeitpunkt, wo wir es nicht gemacht haben, wog die Enttäuschung sehr, sehr groß, weil ich das erwähnen wollte, wie das, da habe ich ja, aber wie es noch mehr geht in Friedenbeck, und da wäre natürlich noch mehr gegangen, aber hat man dann auch akzeptiert, und wir haben ja dann auch die letzten Spiele, vor allem gegen Leichlingen, noch einen souveränen Abschluss erzielt mit dem Heimsieg gegen den damaligen Meister, die ja auch verzichtet haben, ne? Also waren ja nicht nur wir, und weil es eben auch eine andere Liga ist. Ne? Ich denke schon, wenn es eine Nord- und Südstaffel gewesen wäre, oder dann hätten sie das schon gemacht, denke ich. Dann hätte der VfL, denke ich, schon das zugesagt. Also weil dann hast du ja die Hälfte der Fahrzeiten oder Anfahrtswege. Ich denke, da hätten sie das schon gemacht. Gerade alles, was tiefer ist als Nordrhein-Westfalen, ich glaube, das wird schon zur Ewigkeit und zur Strapaze. Ne? Naja, du hast ja in der zweiten Liga jetzt 38 Spiele, dann kommen vielleicht noch Testspiele dazu vorher, dann hast du DHB-Pokal noch, dann der eine oder andere spielt dann noch vielleicht Nationalmannschaft, ne? Und also jetzt nicht von uns, aber generell meine ich in der zweiten Liga, und da kommst du ja schon noch 50, 60 Spiele im Jahr, ne? Und du hast ja auch meistens die Doppelspieltage, die ja schon sehr, sehr anstrengend sind, und was dann also im Vollzeitberuf nicht mehr geht. Ja, da musst du ja schon, ne? Oh. Wie gesagt, dann hätte man müssen den kompletten Verein umkrempeln und wirklich auf professionell arbeiten. Und das geht nicht immer vor ein paar Monaten. Da muss man sich ja vorbereiten. Und ja, das ist für mich im Nachhinein jetzt für die eine richtige Entscheidung gewesen. Nur
zu dem Zeitpunkt, wo wir es in der Hand gehabt haben, war es sportlich für uns Menschen natürlich auch eine herbe Enttäuschung. Ja, das glaube ich. Das hat man auch gespürt im Umfeld. Ja, jetzt aber nichtsdestotrotz, wir brauchen nicht traurig sein, du bist in der dritten Liga. Für dich läuft es eigentlich perfekt. Wahrscheinlich bist du da auch sehr gut aufgenommen worden. Ja, was geht noch nach oben? Aufstieg, sagst du, kommt zu früh? Ja, also da muss ja auch beim MTV muss da ja auch jetzt erstmal alles wachsen. Ne? Man darf ja auch nicht vergessen, vor ein paar Jahren haben die noch in der Verbandsliga gespielt. Mit der Mannschaft jetzt drei Klassen. In der Verbandsliga, Oberliga und jetzt in der dritten Liga sind sie mit der Mannschaft aufgestiegen. Natürlich sind da auch ein paar Legionäre dabei, auch ne, mit Adi, ne, mit Panzer, der natürlich mit 50 noch im Tor steht. Naja, aber das ist halt ein verrückter Typ auch. Ne? Und das macht einfach Spaß. Und das, ich denke mal, dass man, wenn man jetzt die Klasse hält, dann ist es zum dritten Mal in der dritten Liga, die Klassiker allgemein. Und dann kann man den nächsten Schritt einleiten, aber das müssen ja die Verantwortlichen machen, da habe ich ja keinen Einfluss. Und ich habe ja jetzt bis 2020 da Vertrag und dann gucken wir mal. Dann werden wir wieder sprechen, allerspätestens. Zuletzt, wer wird Weltmeister? Naja, dass Dänemark und Deutschland die Heimvorteile haben. Ich tippe, Dänemark spielt, glaube ich, gegen Frankreich und Deutschland gegen die Norweger, also ich denke mal, dass Deutschland ins Finale kommt, gegen Frankreich. Und dann müssen wir nach Dänemark und da spielen, glaube ich. Ja, in Herning. Ja, genau. Riesenhalle da auch. Ja. Ja, ich meine natürlich den Heimvorteil. Die Franzosen sind natürlich super stark, ne? Die Dänen genießen jetzt nicht den Heimvorteil, weil sie ja auch in Hamburg spielen. Aber ich denke schon, dass es ein enges Spiel wird, aber die Franzosen, denke ich, sind da in der Breite und auch von den Spielern her absolut. Ja, absolut vorne, ein bisschen kleinen Tick vorne und ich denke, dass sie das machen werden. Deutschland fährt gleich ins Finale. Mein Tipp. Okay, gut, dabei lassen wir uns bewenden. Dir für die Zukunft alles Gute, vielen Dank für das nette Gespräch hier. Gerne. Und ja, an die Fans, ich hoffe, ihr seid beim nächsten Mal wieder dabei und es hat euch gefallen. Ciao.